Champions League Halbfinale, zweites Spiel mit dem zweiten französisch-deutschen Duell Lyon gegen Bayern. Und was war das für ein Spiel? Waren zwei krasse Spiele. Zum einen 8:2 schießt Bayern München den FC Barcelona aus Lissabon nach Hause und dann, wenn man sich denkt, nach Barcelona-Bayern kommt das von den Namen her nächste Finalspiel zwischen Man City gegen Bayern. Da machen einfach die Olympique Lyon-Spieler einen Strich durch die Rechnung, indem sie eigentlich doch verdient, vielleicht überhebliche, vielleicht falsch gecoachte Man City-Spieler einfach mal weghauen. 3-1, Wahnsinn. Also Lyon war ja der größte Außenseiter in den Viertelfinalspielen mit einer Quote von 12,0. Und wenn wir jetzt hier einen Blick drauf werfen gegen Bayern, sind sie fast schon natürlich auch ein Außenseiter mit 12,5. Aber da unabhängig vom Bayern-Spiel muss man schon ein bisschen hinterfragen, warum unterschätzt man Lyon denn immer und immer wieder? Jetzt waren die gegen Manchester City so mega Außenseiter und Manchester City war ja der Top-Favorit auf den Champions League-Titel mit einer Quote von 3 oder 4 oder so. Dann gewinnen die da 3-1, aber statt dass man sagt, oho, Lyon, noch nie gehört, aber scheinbar können die Fußball spielen, kriegen sie jetzt hier gegen Bayern wieder genau die gleiche Quote, was aber natürlich mit dieser Machtdemonstration der Bayern gegen Barcelona zusammenhängt. Ja, und genau diese Quote der Bayern veranlasst uns schon dazu, nicht auf die Bayern zu tippen, weil eine 1-2-5, das lohnt sich ja gar nicht. Und auch wenn wir auf die Asian Handicaps schauen, da wird es gefährlich. Also die Frage, die man sich halt stellen muss, schafft es Bayern, die gleiche Leistung zu bringen, genauso effektiv in der Offensive zu sein? Schafft es Lyon, genauso scheiße zu verteidigen wie Barcelona? Und von der taktischen Ausrichtung wird natürlich auch viel abhängen. Sagt Flick, wir haben unsere Stärke so sehr in der Offensive, wir geben Gas. Oder erstmal abwarten und dann ist halt so ein Handicap von -2 schon sehr hoch, weil das bedeutet, Bayern muss mit 3 Toren Vorsprung gewinnen und ein Handicap von -1 ist eigentlich die größte Verarsche, wenn du mich fragst. Also der einfache Sieg gibt eine 1-2-5, Handicap -1 eine 1-3-2. Also das ist, da finde ich jetzt nichts persönlich ansprechend, rein auf die Quoten bezogen. Nee, ich habe ja auch schon im Viertelfinale gesagt, wenn irgendwo Value ist, dann bei Lyon, weil im Viertelfinale in einem Spiel kann alles passieren. Aber so wie die Bayern Barcelona weggehauen haben, denke ich aus zweierlei Gründen mindestens, dass es nicht gegen Lyon nochmal so kommen wird, weil dieses Spiel körperlich und auch mental vielleicht zur falschen Zeit kam. Also die haben da gespielt, als wäre es ein Finale. Und wenn du dann einen Gegner kriegst wie Manchester City, der eigentlich Top-Favorit ist, denke ich, wäre es vielleicht einfacher, wieder auf diesem Niveau zu performen, als wenn ein Gegner kommt wie Lyon, wo du einfach jetzt auch mit dieser Quote von 1,25 nichts anderes kannst als gewinnen. Und das kann vielleicht die Bayern auch ein bisschen daran hindern und ein bisschen lähmen, wie es ja auch Manchester City offensichtlich getan hat. Denn dann kommt Lyon und haut dir 3 Tore rein. Und ich denke vielleicht, dass Bayern sich hier durchaus dann schwerer tun wird. Und diese Quoten auf Bayern haben einfach kein Value. Denn im Endeffekt wäre es natürlich fahrlässig, Lyon jetzt nach dem Spiel gegen Juve und nach dem Spiel gegen Manchester City wieder zu unterschätzen. Im Endeffekt Bayern natürlich Top-Favorit auf den Champions League-Titel, aber oft gewinnt halt dann auch vielleicht mal eine Defensive die wichtigen Spiele und nicht nur die Offensive. Außerdem auch Lewandowski nicht der Power-Stürmer gegen Barcelona, wie man es eigentlich erwartet hätte, habe auch schon einen Kommentar wieder gesehen, wo ist Lewandowski in den wichtigen Spielen, hat jetzt irgendwie nur 1-2 Mal getroffen, keine Ahnung, und dann springen halt andere in die Bresche, ist ja auch egal, wer die Tore dann macht, aber in diesem Spiel würde ich mir wünschen, dass Lewandowski wieder mal zurückkommt, nichtsdestotrotz schwierig auf Bayern zu wetten und gegen Bayern verbietet sich sowieso nach dieser Leistung gegen Barcelona. Was man dann noch machen könnte, ist auf die Tore zu schauen.
dass hier mehr als 3,5 Tore fallen, ist schon auch sehr, sehr hoch gelegt, die Messlatte. Ist jetzt in den meisten Spielen der Bayern natürlich passiert, gegen Chelsea, gegen Barcelona sowieso. Deswegen würde ich eher dazu tendieren, erstmal vielleicht die Füße ruhig zu halten. Ja, vor allem ist Lyon ja wirklich die einzige Mannschaft jetzt mehr oder weniger seit dem Achtelfinale, die eher hinten erstmal zumacht und dann vorne versucht zu treffen und nicht komplett aufmacht, um den Gegner offensiv wegzudrücken. Das wäre ja Firlefanz, wenn die jetzt auf einmal in dem Halbfinalspiel gegen den FC Bayern anfangen würden, offensiv anzugreifen. Von daher spricht mehr dafür, auf weniger Tore zu gehen, aber das ist genauso unsinnig nach den Vorstellungen von Bayern gegen Barcelona, gegen Chelsea und natürlich auch gegen in der Gruppenphase Tottenham. Ich fasse zusammen, Value hätte nur eine Wette auf Lyon, wenn man denn davon ausgeht, dass die Bayern einen Gang zurückschalten, was ich fast realistischer finde, als dass sie Lyon jetzt auch abklatschen. Denn Halbfinale ist Halbfinale und Lyon hat die Chance ihres Lebens, hier ins Finale einzuziehen. Ja, ich glaube, ich würde jetzt nicht das Wort zurückschalten nehmen, sondern vielleicht eine taktisch andere Ausrichtung angehen. Also erstmal hinten vielleicht ein bisschen mehr spielen, kontrollierte Offensive sozusagen anzugehen, weil es sind nur noch 90 Minuten vom Finalspiel. Wer jetzt einen Gang zurückschaltet, der hat nichts unter Flicks Bayern zu suchen. Naja, man muss auch sehen, vielleicht ist die Gefahr, dass man sich halt dann verletzt sogar oder dass man im Finale nicht dabei wäre. Das sind dann Überlegungen, dass man vielleicht eine gelb-rote Karte kriegt, vielleicht sogar gesperrt ist fürs Finale. Und gab es ja schon die wildesten Dinge. Also vielleicht ist das dann auch ein Grund, warum wir jetzt hier nicht so ein Feuerwerk sehen. Andererseits hoffen wir natürlich alle, dass die Bayern so weitermachen und den nächsten Gegner zerstören und dann im Finale sind. Aber wenn es hier darum geht, ein genaues Ergebnis zu tippen, lasse ich dir hier gerne den Vortritt. 2:0 für den FC Bayern. Humorlos und kurz. Dem kann ich fast nichts hinzuzufügen. Ich sehe hier die 8,75er-Quote. Ich glaube, dass Lyon sogar ein Tor schießen wird. Ich meine, wer gegen Barcelona, West-Barcelona, zwei Tore reinkriegt, der wird auch gegen Lyon vielleicht eins fangen, denn die haben ja immerhin auch gegen Manchester City 3 geschossen und so weiter. Und von daher denke ich, ich würde eigentlich fast auf 2:1 für Bayern gehen, aber ich habe schon im anderen Spiel 2:1 getippt und der Langeweile halber oder der Spannung halber gehe ich hier auf 3:1 und hoffe doch sehr, dass die Bayern hier genau zumindest erfolgreich weitermachen wie im Viertelfinale, denn nach so einem Sieg gegen Barcelona wäre es echt schade, wenn sie sich da in diesem Turnier noch irgendwie die Butter vom Brot nehmen würden. Wir dürfen gespannt sein. Am Mittwoch wissen wir mehr. Eure Kommentare interessieren uns auch sehr und wir wünschen eine gute Zeit bis dahin. Ja, und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Glocke könnt ihr auch machen, dann verpasst ihr kein Video mehr.